die 58, also die Zahl der Gnade, auch von Noach, dem Trost oder der Ruhe, Trost dann schon Nacham. Diese 58 ist vor allem auch dadurch interessant, dass sie sozusagen die andere Seite des Gerichtes und des Richtens ist. Also im Wort Shofet oder Shafat, das Richten und auch das Gericht eben. Wenn wir den Atabaschwert dieses Wortes nehmen, also die Shin, die P und die Tet, dann haben wir auch die 58, sodass sich also diese Gnade als die andere Seite des Gerichtes zeigt. Also das ist ja ein großes Thema. Gerechtigkeit, zu der eben das Gericht und der Richter berufen ist, mit der Gnade, der unverdienten, das ist ja quasi per Definition in dem Wort Gnade enthalten, also der unverdienten Gnade, wie sich diese beiden Gericht, Gerechtigkeit und Gnade, wie da die Einheit bestehen kann. Ein gnädiger Richter kann ja nicht einfach Schuldige straflos davonkommen lassen. Zumindest auf den ersten Blick wäre das dann wiederum eine Ungerechtigkeit, beispielsweise den Leidtragenden, den Opfern der Verbrechen gegenüber. Das Geheimnis drückt sich eben aus in dieser Doppelseitigkeit aller Dinge, die sich eben in diesem Atbashwert der hebräischen Sprache, der hebräischen Zahlenmystik, sagen wir mal, ausdrückt. Wie das dann in der einzelnen Situation sich gestaltet äußerlich, das kann niemand irgendwie mit einer Pauschalerklärung erhellen, sondern das muss sich jedem selber zeigen, wenn er in der Situation ist. Aber vielleicht nur als kleine Idee: Der Richter kann die Gnade nicht dann walten lassen, wenn er als außenstehende, objektive Betrachtungsinstanz zwei Menschen Also zwischen zwei Menschen einen Streit richten muss. Aber er kann durchaus diese Gnade walten lassen, wenn er selbst das Opfer einer Untat, einer Bosheit geworden ist. Dann hat er das Recht sozusagen freiwillig, niemand kann ihn dazu zwingen, es ist keine Pflicht, sondern eben ein Recht, auch Gnade walten zu lassen, zu vergeben, sogar ohne dass er darum gebeten wird. Einfach eben. Aus Gnade. Nun, ein weiterer Begriff, ein weiteres Wort ist Nogah, das ist der Name des sechsten Planeten, also auch des Planeten des sechsten Tages, entsprechend mit diesem sechsten Tag der Schöpfung assoziiert. Das ist eben die Venus in der westlichen Ausdrucksweise. Das ist auch der Morgenstern und damit wiederum mit einem anderen hebräischen Begriff assoziiert. Mit der Ayelet HaShachar, also mit der Hindin der Morgenröte. Es gibt einige Psalmen, die mit einem Hinweis auf besagte Hindin der Morgenröte anfangen. Das wird dann natürlich auch gedeutet als eine bestimmte Art der Melodie oder eine bestimmte Art, das Instrument zu spielen. Aber die Überlieferung sieht da dann noch einen Hinweis auf die Rolle des Messias und eben des Sohnes Davids, der dieser Messias ist. Und auch den Bezug von David zum Hirsch. Und die Hindin ist ja der weibliche Hirsch. Also die erscheinende Seite dieses Hirsches. Und da wird also dieser Bezug gesehen, dass der Morgenstern die Erlösung, den Anbruch des Tages nach der Dunkelheit der Nacht ankündigt. Und schon vorher da ist. Genau im dunkelsten Moment der Nacht taucht dieser Morgenstern auf. Deswegen dieser Morgen. Dieses Morgengrauen auf Hebräisch, Schachar, heißt eigentlich einfach schwarz. Also das Wort schwarz ist dieselben Buchstaben, dieselben Zeichen. Also in der Schwärze erscheint diese Hindin des Morgengrauens, die Hindin der Schwärze, könnte man auch sagen. Dieser weibliche Hirsch, dieses geschwinde Tier, das eben so schnell schon da ist, sich so eilt, wie die Erlösung sich eilt, dass sie schon da ist, bevor sie überhaupt ersehnt wird. Da also auch dieser Bezug zur Nogah, zum wörtlich könnte man Nogah übersetzen als strahlend, aber auch erscheinend einfach. Und am sechsten Tag erscheint ja auch der Mensch und diese ganze Basis für alles Weitere.
diese ganze Grundkonstitution mit dem Fall, mit dem Fall in die Zeitlichkeit und der Entfaltung des langen Weges als dem siebten Tag und dem darauf folgenden, was wir auch schon angesprochen haben. Also diese Noga, die Venus, auch die 58. Denn schon im Fall des Menschen ist auf dieser Ebene eben auch die Gnade erteilt. Nur noch auch eine Randnotiz, auch die Herrlichkeit des Ewigen, die Kavod Adonai, also Kavod Hashem, die Ehre, das Gewicht, die Schwere, die Pracht, die Herrlichkeit des Tetragrammatons, also des Ewigen, des Herrn, hat auch den Wert 58. Und ja, diese Herrlichkeit des Herrn ist ja dann üblicherweise gerade auch das Erscheinende des Herrn, also die Einwohnung, die Schchina, die weibliche Seite Gottes, die ihm hier mit in die Welt hineingeht. Und zum Trotz aller Bedenken sozusagen auch, die sich im symbolischen oder im mythischen Bild gesprochen in Gottes innerem Regen, diese Bedenken bei der Schaffung der Welt und vor allem des Menschen als seines eigenen Sohnes, den er in diese Welt schickt. Da wird dann gesagt, dass diese Schchina sich löst von Gott, die weibliche Seite löst sich von der männlich-weiblichen Ganzheit Gottes, um eben mit in diese Schöpfung hinabzusteigen, diesen Sohn Gottes, den Menschen eben, den Urmenschen, zu begleiten, hinab bis ins Tiefste zu steigen, um dann auch dafür zu sorgen, dass er wieder zurückkehren wird. In diesem Sinne also auch da wieder die 58 der Gnade, verknüpft mit diesem Hier-Erscheinen in der Welt, sowohl des Menschen am sechsten Tag, dem Tag der Venus, der Noga, und eben auch der Schchina, dieser Kavod Adonai, der Herrlichkeit Gottes, als der Einwohnung des Göttlichen hier in der Welt, hier unten in der Materie. Und als die weibliche Seite Gottes, auch die Mutter der Schöpfung damit sozusagen, hat auch das Wort Rachem, der Barmherzigkeit, und der Rechem, der Gebärmutter des Weiblichen, der weiblichen Wesen, damit zu tun. Dazu wurde auch schon sein oder andere.